Vielen Dank. Mein Name ist Stefan Derrick. Herzlich willkommen zur 250. Veranstaltung unter dem Motto: Harry, fass schon mal den Magen vor. Vielen Dank. Sehr freundlich. Meine Damen und Herren, wenn Sie uns öfter sehen, dann wissen Sie es. Ich bin Fan des FC Bayern München. Ja. Ich stehe dazu. Ich stehe dazu. Auch jetzt, wo dieser großartige Verein in einer schweren, schweren Krise ist. Alle hacken auf ihn rum. Ich meine, ein bisschen muss man diese Bayern-Stars doch verstehen. Ja, ich würde sagen, sie kriegen ein Opel umsonst. Sie haben die Klamotten umsonst, sie haben die Reisen umsonst. Das ist ja alles okay. Bitte, Sie müssen verstehen, die Spieler des FC Bayern verdienen momentan natürlich auch sehr viel weniger, denn die Siegprämien fallen ja weg. Es wird auch so viel geredet. Was heißt Privileg? Was ist das für ein Privileg, wenn man Opel fahren muss? Ein schönes Privileg. Ich wünschte, ich müsste Opel fahren. Immer diesen Stern vor der Pupille mitten auf der Straße. Obwohl, ich sehe ihn gern. Ich sag oft zu meinem Fahrer: Üzgür, fahr mal weiter rechts, damit ich den Stern besser sehe. Ja. Üzgür! Mein Fahrer Üzgür. Ich sag: Üzgür, beeil dich. Agnieszka wartet mit dem Essen. Die Bayern-Stars haben übrigens noch andere Vergünstigungen, die die ganze Familie mit einschließen. Und zwar waschen, schneiden und blondieren gratis für die Spielerfrauen. Bei den Bayern, meine Damen und Herren, bei den Bayern liegen 70.000 Autogrammwünsche. 70.000 Wünsche für Unterschriften, 69.000 allein von American Express. Und ich würde mich nicht wundern, wenn die Bayern bald sagen: Okay, wir holen wieder einen Trainer aus Italien. Wir holen wieder einen Trainer aus Italien. Italien, meine Damen und Herren, eine sehr, sehr, sehr interessante Meldung heute, ganz groß in der Zeitung. Italien verbietet Magie und Zauberei. Hä? Ich meine, was ist Italien ohne Magie und Zauberei? Bei Italiener ist es so, ja? Italiener gehen nicht zum Arzt, sondern zum Zauberer. Haben Sie das gewusst? Italiener gehen zum Zauberer. Jeder fünfte Italiener geht zum Zauberer statt zum Arzt. Jeder fünfte geht zum Zauberer und nur jeder dritte kommt wieder zurück. Bei uns ist umgekehrt. Bei uns hier in, wie heißt das Land? Deutschland. Bei uns in Deutschland, ja, geht nur jeder fünfte zum Arzt, aber jeder zweite zum Italiener. Das habe ich gestern erst gemerkt. Das war die Fall. Das war wieder so ein Scherz, wo ich die Stimme hätte hochziehen müssen. Haben Sie auch gesehen im Karneval? Nur jeder fünfte zum Arzt, aber jeder zweite zum Italiener. Moment. Wir haben Fastenzeit, das sollen wir nicht vergessen. Nur diese Technik bleibt ja bestehen, oder? Was sagen Sie? Reihe 1 aus Düsseldorf bei uns hier, meine Damen und Herren. Hey! Reihe 1 aus Düsseldorf. Alle in der Modebranche. Alle in der Modebranche. Im Piemont, meine Damen und Herren. Im Piemont in Italien, das ist die Heimat unseres großartigen Gastes, der kürzlich bei hier uns war, weißt du, Dottore, der Klavier gespielt hat. Wie heißt er? Paolo Conte. Paolo Conte. Im Piemont kommt ein Zauberer auf 24.000 Einwohner. Stellen Sie sich das mal vor. Ein Zauberer auf 24.000 Einwohner. In Las Vegas kommt ein Zauberer auf ein deutsches Supermodel.
Ich glaube, Copperfield ist dieser Film gewidmet, der fliegt mit dem irren Blick. Ja? Also man sieht immer diesen Blick, wenn er was verschwinden lässt. Der bekannteste italienische Zauberer in Deutschland ist wer? Der große Gaudino. Er lässt, ohne dass sie es merken, ihr Auto verschwinden. Der große Gaudino. Ganz Norddeutschland ist eingeschneit. 64 Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern mussten aus ihren Wagen freigeschippt werden. So viel Schnee liegt da. Schumi, meine Damen und Herren, süßen Michael Schumacher, unser großartiger Formel-1-Weltmeister, hat Probleme. Sein Ferrari verliert Öl. Warum fährt er kein Opel, oder? Ja, sein Ferrari verliert Öl. Und Moment. Das Entscheidende, um diesen Ferrari kümmern sich Schumis italienische Techniker. Italienische Techniker. Klingt für mich wie, ja, völlig normal, wie türkische Versicherer oder so. Italienische Techniker. Türkische Versicherer. Deutsche Handwerker. Fährt jemand hier ein Golf? Ein VW Golf? VW Golf Cabrio wird billiger, meine Damen und Herren. Statt 39. Lassen Sie ihn doch mal. So streng, hätten Sie sehen sollen, die Verlobte hat ihn den Arm weggerissen. Ja? Dabei hat er so geklatscht. Nicht wie Kinkel, so. Ja. So richtig so, er war richtig gut gelaufen. Herr Uff! Ja. Das Golf Cabrio kostet nicht mehr 39.150, sondern in Zukunft lumpige 34.950. 34.950 Mark für ein Golf Cabrio, das sind im Grunde umgerechnet 7 Karten für eine Loge beim Wiener Opernball. War gerade ein bisschen irritiert, weil also sie so. Hören Sie das zu Hause? Da fahren teilweise Autos hinten durch und Türen werden hier geölt während der Schulung. In Österreich, wo der Wiener Opernball stattfindet, übrigens an dieser Stelle ein ganz herzliches Grüß Gott, liebe Österreicher. Schön, dass ihr hier noch dabei seid. Und ich habe gehört, ihr habt eine Umfrage gemacht bei euch im Land. Die ganzen 6 Quadratkilometer habt ihr abgefragt. Und Moment! Moment! Ich habe doch noch Pointen. Ich erzähle doch immer erst eine kurze Geschichte und dann kommt der Witz. Sie klatschen immer schon in die Geschichte rein. Vielleicht sollte ich den Witz weglassen. Österreich hat eine Umfrage gemacht und hat die Österreicher sagen, ja, Geld macht nicht glücklich. Bestimmt nicht in Schilling. Servus Österreich! Christian! Wir reden von Österreich. Ein kleines Stück nach Osten und dort liegt was? Die Mongolei. Natürlich. Und in der Mongolei, meine Damen und Herren, musste ich heute Morgen mit was habe ich gelesen? Mit Begeisterung? Nee, mit Entsetzen. Mit Entsetzen. Mit Entsetzen. Dort werden Hunde zu Pelzen verarbeitet. Ist klar, mit Fischen geht das nicht. Ja? 100, man braucht 10 Hunde. Ich war empört, ich bin dagegen. Lieber gehe ich nackt, als dass ich einen Pelz trage. Man hat niemand einen Pelz angeboten, aber ich würde nackt gehen, bevor ich einen Pelz anziehe. Man braucht 10 Hunde für einen Pelzmantel. Und 10 Hunde sind umgerechnet 50 Barmi Goreng. Und ich habe mich, ja, in China ist jetzt das Jahr der Ratte übrigens ausgebrochen. Haben Sie es gehört? Ich meine, wenn ich chinesisch essen gehe, bei mir schon letzten Jahr. Ja. Ich habe mich aber gefragt, warum nimmt man Hunde aus der Mongolei? Und der Grund ist logisch, man kann die Schlitzaugen gleich als Knopflöcher verwenden. Bitte. Liebe Kinder, nicht nachmachen. Versprecht's mir. Ja, nicht nachmachen. Wir haben heute ein tolles Jubiläum. Welches? Jawohl, der Schalt ist zurück. 120 Jahre Telefon. 120 Jahre Telefon, meine Damen und Herren. Das heißt, bis auf Mecklenburg-Vorpommern, dort wird es 3. Und was ich gefragt habe heute Morgen. Was ich mich gefragt habe heute Morgen nach dem Schneeschippen, wenn das Telefon erst 120 Jahre alt war,
Was haben denn die Frauen vorher gemacht? Und jetzt kommt es ganz hart. Bitte Achtung. Vor allem in der Schweiz, denn dort dürfen ja Frauen erst seit 25 Jahren wählen. Nehmen wir eine entspannte Position ein, denn jetzt kommt ein großartiger Beitrag, meine Damen und Herren. Das Telefon wurde erfunden von wem? Von Alexander Graham Bell. Eine sehr erfolgreiche Familie. Sie alle kennen seinen Bruder Jingle, der viele Weihnachtslieder geschrieben hat. Jingle all the way. Jingle bell, jingle all the way. All the way. Und wie heißt die zweite Zeile? Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Is it right? Sleigh? Sleigh? Sleigh. Ist absolut, was war der totale Schrott? Es heißt Kutsche. And what is the word? Slash. Wie der Gitarrist von Guns N' Roses? Yeah. Nein. Das ist mir jetzt sehr peinlich, aber mein Gott, Sie sehen es ähnlich, ich bin blöd, ich stehe dazu. Ja? Ich kenne das Wort nicht. Ich habe mich gefragt, das muss ja eigentlich für Bell irgendwie schrecklich gewesen sein. Ja? Er sitzt da, guckt vor sich auf den Tisch, sagt, hey, ich habe gerade das Telefon erfunden, kann aber niemand anrufen, um es ihm zu sagen. Weil nur er hatte eins. Ja? 120 Jahre Telefon. Ich glaube, was mir die Telekom letzte Woche geschickt hat, das war die Abrechnung für die ersten 120 Jahre. In a one-horse open slash. In a one-horse open slash. 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 Man hat jetzt festgestellt, geringe Sprachbegabung als Kind, also wenn Kind auch mit 15 nur noch zwei Wortsätze bilden kann, so Papa arm oder so, dann, ja, oder Mama weg. Und das sind zwei Wortsätze. Lassen Sie sich das von mir als Pädagogen sagen, liebe Kinder, nicht nachmachen. Ja? Wenn ein Kind Schwierigkeiten mit der Sprache hat, dann ist das eventuell ein Anzeichen für späteres Alzheimer. Und wo können Sie das sehen? Ich sage nur eins, FC Bayern. Ja, denn schauen Sie mal, wirklich, das ist medizinisch. Ja? Beim FC Bayern konnten doch die meisten bisher kaum sprechen. Ja? Und jetzt wissen sie nicht, warum sie auf dem Platz stehen. Horst Tappert! Meine sehr verehrten Damen und Herren, eine wichtige Meldung, die ich nicht vorenthalten möchte. Horst Tappert, Inspektor Derrick, möchte bei der Bremer Vulkanwerft helfen. Ja, er hat gesagt, er würde gerne mit auf die Werft zum Demonstrieren, aber er hat keinen Durchsuchungsbefehl. Und er hat persönlich eine enge Beziehung zur Werft, denn 1954 ist dort seine Brille vom Stapel gelaufen. Ich glaube aber, dass er morgen dort eintrifft mit dem Satz, Harry, fahr schon mal den Tanker vor. Heute Abend, meine Damen und Herren, 12 Mark. Wenn Sie mich diesen Satz schon einmal haben, sagen hören. 12 Mark und eine Fahrt in einer Open Sleigh oder einer Open Slash bei Bedarf. Großartige Gäste, ein fabelhaftes Programm. Heute Abend Dolly Buster, Anthony Quinn, Sandra Maischberger und wie immer Helmut Zerlett und Ben. Das ist übrigens, da muss man sagen, der große Renner im Fanartikel-Shop des FC Bayern, die Christian Ziege Reisetasche. Die zeigen wir gern mal, denn wir unterstützen Vereine in Not. Und heute Morgen, meine Damen und Herren, war etwas sehr Schönes zu sehen in Bild Hamburg. Und zwar 23 Tricks, so vertreiben sie den Winter. Aus Bild, da steht zum Beispiel mit Verlängerungsschnüren und Tauchsiedern an die Alster ziehen, auftauen.
Oder auf Firmenkosten eine Standleitung nach Kenia aufbauen und den Schwarzen vor Hitze stöhnen hören. Dankeschön. Hätten wir auch nicht besser machen können. Oh. Mal eine Frage, Bild, Kollegin oder Kollege. War denn nur Alkohol oder mehr? Nur mal so als Frage. Ja? Diese Tasche ist auch natürlich mit Inhalt. Es sind die wichtigsten Requisiten eines FC Bayern-Spielers drin. Und ich will Ihnen zeigen, was das ist, meine Damen und Herren. Oh! Unglaublich. Hallo. Charisse, aus woher? Aus Köln. Das ist ja wahnsinnig. Hast du das schon immer gemacht oder hast du das erst spät gelernt? Mit frühem Kindesalter angefangen. Mit frühem Kindesalter. Liebe Kinder, liebe Senioren, bitte nicht nachmachen. Ist gefährlich. Ja. Jetzt die dicken Kinder von Landau. Folge 1. Mama, noch ein Brot. Eine Riesenserie. Läuft morgen an und eine Riesenserie für die ganze Familie. Also wirklich, ich kann nur empfehlen. 8 Millionen Kinobesucher übrigens hatten wir in Deutschland weniger im letzten Jahr. Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, weil jedes Mal, ich habe nicht mehr viel Zeit, aber wenn ich ins Kino gehe, wann warst du zum letzten Mal im Kino, Helmut? Im Moment war ich auch lange mehr. Siehst du, kannst mal sehen. So lange schon her. War, glaube ich, die Premiere von Easy Rider, oder? Ich wollte übrigens immer so eine Brille haben damals bei Easy Rider wie Peter Fonda. In Easy Rider, eine grüne Brille, die an der Seite rumgebogen ist, aber es gab sie in Nürtingen nicht, ja? Und dann habe ich mir eine normale gekauft, so wo halt die AOK 40 Mark zahlt, und habe die an der Seite gebogen, ging kaputt. Komisch, verstehe ich nicht. Ich begreife einzig, ja? Wenn 8 Millionen Leute weniger ins Kino gehen, warum sitzt dann in jedem Film, in dem ich bin, einer hinter mir und er sagt, pass auf, jetzt kommt ja die Sache mit dem Motorrad. Pass auf, jetzt wird's, guck mal da. In jedem Film, ja? Und wäre es vielleicht mal möglich, dass ihr vor allem in den alternativen Kinos vor dem Film aufs Klo geht? Wo die Filme im Original laufen, ja? Vor dem Film. Meine Damen und Herren, heute Morgen in der Zeitung diese Meldung hier. Eine falsche Meldung, die ich Ihnen gleich zeige. Wollt ihr mal sehen, ob Sie reagieren? Ja, hey. Wie ist das? Habt ihr es gemerkt? Aus Düsseldorf. Ja? Ihr könnt doch lachen mit dem Make-up, oder? Ja. Unsere Damen aus Düsseldorf. Ganz Düsseldorf ist Modebranche. Wirklich. Ich habe mal da gelebt. Hab vergessen wo, aber ich habe gelebt. Und das war die Schlagzeile. Das Luxusleben der Bayern-Versager, meine Damen und Herren. Das ist eine unglaubliche Meldung und dazu passt die nächste große Panne, die es leider beim Trikot-Herstellen gab. Und zwar das hier, ein bisschen kleiner. Trikotpleite. Adidas hat aus Versehen 15.000 Trikots falsch bedruckt. Muss ich mir vorstellen. Diese netten Leibchen, die unsere Jungs anhaben. Und sie haben, das finde ich das Bedauerliche, den Adler falsch gedruckt. Ich wusste bisher nicht mal, dass ein Adler ist. Ja, ich dachte, das sei ein McNugget. Und jetzt müssen wir mal schauen. So, wir haben Gott sei Dank so ein Push-Trikot gerettet. So sah dieser Adler aus. Mann, das geht doch wirklich nicht. Das geht doch wirklich nicht. Und es kommt noch schlimmer.
es kommt noch schlimmer, weil auch die Rückseite ist falsch bedruckt. Ganz falsche Nummern haben die drauf gedruckt. Wie kann das passieren? Nummer 138. Nummer 138, wo jeder weiß, dass Berti nur 120 Spieler mitnimmt nach England. Das hier, ich kann mich gar nicht beruhigen, habe ich schon gezeigt, meine Damen und Herren. Der große Skandal, das Luxusleben der Bayern-Versager. Bei den Bayern geht es zu wie beim Scheich. Ehrlich, da ist ein Geld. Und ich bin sehr glücklich, Ihnen jetzt exklusiv, weltexklusiv, exklusiv für Nordköln zeigen zu dürfen, meine Damen und Herren, unseren schockierenden Fotoroman, der nur Tatsachen entspricht, die Luxus-Bayern. Das ist das bescheidene Zweittrainingslager des FC Bayern. Jeder der 46 aktuellen Stammspieler hat hier ein eigenes Schlaf-, Wohn- und Ankleidezimmer. Zum Beispiel Christian Ziege, der millionenschwere Vorzeigeangeber auf Linksaußen. Schon frühmorgens kommt der Masseur, um Christians Maitresse die schwere Nacht aus den Gliedern zu kneten. Er war so gut zu mir. Er hat mir eine Ray-Ban geschenkt und eine goldene Viererkette. Währenddessen lässt Christian sich die aktuellen Börsenkurse vorlesen. Geil, von meinem nächsten Geld kaufe ich mir Liechtenstein. Schon gegen 13 Uhr geht's im eigenen Jet zum Trainingsplatz. Ein Nachwuchsspieler läuft sich für Christian warm, während der feine Herr Ziegel sich um seine Mercedes-Sammlung kümmert. Der Neue hat auch noch ein Airbag für die Minibar. Geil! Gerd Müller, der sympathische Ex-Alkoholiker beim FC Bayern, hat nachmittags einen kleinen Umtrunk auf den Trainingsplan gesetzt. Geil! Da muss ich mich wieder dreimal umziehen. Ich brauche dringend neue Klamotten. Die sollen die Taschen mit Tausender füttern, damit dem Scholl die Augen ausfallen. Geil! Nachmittags trifft sich die Mannschaft nochmal, um kurz in Gold aufgewogen zu werden. Dann endet der Tag mit den üblichen Orgien. Doch davon morgen mehr, wenn es wieder heißt, das Luxusleben der Bayern-Stars. Und für Bayern. Es war. Vielen Dank. Das hier hat mich heute Morgen sehr irritiert. Video für Babys, da bleibt keine Windel trocken. Aus Amerika, natürlich aus Amerika. Und zwar kostet das $10 und da sind Babys drauf. Und Eltern schieben diese Kassette ein und setzen das eigene Baby davor. Und dann guckt das eigene Baby auf der Kassette andere Babys an. Aber Sie brauchen keine $10 ausgeben, meine Damen und Herren. Das geht viel billiger. Schalten Sie bitte jetzt zu Hause Ihren Videorekorder ein, denn ich spiele Ihnen die wichtigsten Szenen vor und dann sparen Sie $10 und haben Ruhe für Ihren Baby. Haben Sie Videorekorder laufen? Ja. So. Nummer 1. Baby wacht auf und hat langsam Hunger. Alles klar? Zweite Nummer. Oma schaut zum ersten Mal im Kinderwagen. Was war das? Habe ich vergessen. Kommt aber gut, oder? Ich merke übrigens, dass mir das viel mehr liegt, als wenn ich ganze Sätze spreche. Baby für $10.
eigentlich glaube ich, dass ich, man könnte eigentlich die ganze Show mit Einwortsätzen moderieren, oder? Gast, Abend, aus, oder? Vermissen Sie da was? Jetzt mal ehrlich. Jetzt mal ehrlich. Natürlich, meine Damen und Herren. Mein nächster Gast hat heute eine sensationelle Schlagzeile. Und zwar diese hier. Dolly Buster mit einer unglaublichen Schlagzeile. Das ist, glaube ich, die falsche Schlagzeile. Ich glaube, zu Dolly gehört diese hier. Man sieht das oft nicht. Man sieht das oft nicht. Ja, ja. Man sieht das oft nicht. Bei meinem Doppelgänger hängt selbst die Pobacke. Dolly Buster und ihre unglaublichen Doppelgänger, meine Damen und Herren. Ein Skandal, der sofort aufgedeckt werden muss, und zwar von uns. Ich freue mich, dass Dolly Buster den Mut gefunden hat, heute Abend hier zu sein und sich zu diesem unglaublichen Skandal zu äußern. Herzlich willkommen, Dolly Buster! Dolly, diese Meldung hier heute Morgen hat, glaube ich, alle Fans von dir schockiert. Was hat es damit auf sich mit diesem Doppelgänger? Ja, also ich weiß jetzt selber gar nicht, ob das jetzt eine Frau oder ein Doppelgänger ist. Also eine Frau oder ein Mann oder ein Transvestit oder was auch immer. Jedenfalls ist mir derjenige oder diejenige mal begegnet bei einer Vorstellung, die ich mal gab, und war so unheimlich stolz darauf, dass sie angeblich mit mir verwechselt wird. Ja. Gut, ich hätte sie jetzt wahrscheinlich mit mir nicht verwechselt. Wie sah sie aus? Oder wie sah es aus? Ja, ich mein, will jetzt niemand irgendwie kritisieren oder auch irgendwie nicht verletzen. Ich muss, nee. Muss, oder? Warum nicht? Du bist Gast in meiner Show? Es sah nicht so toll aus. Ja, aber das hätte mich jetzt, das hätte mich nicht gestört, und das hätte ich auch vielleicht als ein Kompliment aufgefasst. Ja. Also ich meine, schließlich, klar, nicht jeder hat jemanden, der einen Doppelgänger hat. Ja. Verdient die Geld mit deinem Namen? Das weiß ich nicht. Also nicht mal ich verdiene damit Geld. Was denn? Du hast eine Platte, du machst Filme, also du bist in Talkshows. Ja, naja. Also du bist aber ganz zufrieden mit deinem Lebensstandard, oder? Ist ja auch nicht das Thema, sondern das Thema sind deine Doppelgänger. Ja. Doppelgänger, meine Damen und Herren. Und zwar, Dolly. Wir wollen ja diese Sache klären, ja, und wir haben vier Menschen, die alle behaupten, sie seien Doppelgänger von dir. Und wir wollen mit dir herausfinden, wer ist der wirkliche, ideale Dolly Buster Doppelgänger. Bitte, meine Damen und Herren, konzentrieren Sie sich jetzt. Das ist ja ein kriminalistisch hochwertiger Fall. Bitte, leider kein Einzelfall. Doppelgänger Nummer 1. Gefällt dir besser? Gefällt mir besser, ja. Mhm. Weiß ich, weil sie einfach toll aussieht. Ja. Obwohl, natürlich, du trägst nicht solche Stiefel. Ja? Bring mal bitte Doppelgänger Nummer 2. So, auch besser, auch besser. Auch besser als das, was du gesehen hast. Ja. Wirklich? Ja. Also mehr Ähnlichkeit? Ja, mehr, ja. Hast du denn eine rote Strickjacke? Ja. Wirklich so zu Hause oder auch mal, wenn du rausgehst? Nee, zu Hause nur. So, wenn du schön gemütlich machst? Wenn ich mir gemütlich mache und deine Sendung gucke. Hm? Du schaust die an? Ich gucke sie immer. Ist sie nicht so irgendwie zu hart? Nee, das ist schön. Ja, die beste Sendung, die es im deutschen Fernsehen gibt, muss das, ich sagen. Das ist nett von dir, dass du sagst. Ja, danke das dir. Ist so, das ist ja einfach so. Schauen wir uns gemeinsam den dritten Doppelgänger an. Ja. Die beiden anderen hatten irgendwie doch mehr Ähnlichkeit, nicht? Ja, ja. Das mit der Schürze kann ich mir nicht so richtig vorstellen. Haben wir noch einen? Ja, bitte Doppelgänger Nummer 4. Und
der Lappenmädchen. Wen könntest du jetzt von den Vieren am ehesten akzeptieren? Das erste Mädchen. Die, unsere Brasilianerin? Mhm. Ja, weil Topfigur. Ja. Und wenn sie sagen würde, ich bin Dolly Buster, hättest du damit kein Problem? Nein, ich habe damit überhaupt kein Problem. Wie gesagt, das ist eher ein Kompliment. Nur halt hat es mich schockiert, als ich am Bild am Sonntag gelesen habe. Ich habe am Ring gesessen beim Henry Maske. Und ich war aber eigentlich zu Hause frustriert, weil es deine Sendung nicht gab. Und bin eingeschlafen. Fünf Minuten. Wie, ehrlich? Ja, ehrlich. Du wolltest am Samstag meine Sendung anschauen? Ja, ich wollte deine Sendung anschauen. Das ist ja, die gibt es gar nicht. Hast du die Boxe geschaut? Ich bin eingeschlafen. Fünf Minuten vorher eingeschlafen. Fünf Minuten vor Boxbeginn eingeschlafen? Ja, vor Boxbeginn. Also ich habe schon gesehen, die Vorschau, es war mir so langweilig und ich konnte nicht mehr, bin eingeschlafen. Ist Maske sonst ein Typ von Mann, auf den du stehst? So dieses durchtrainierte, fitte? Mhm. Ja? Ja. Ah ja. Nicht so direkt? Oder was ist, doch, ja. Auf was für einen Typ von Mann stehst du eher? Bist du erst, als ich sage, du. Nein! Ja, doch. Nein. Ja. Dolly Buster, danke dir. Ciao. Übrigens haben wir ja gestern gesagt, dass Sting, weil er nicht genau hinhört, wenn er mal bei dem Fernsehen anguckt, Michael Jackson beleidigt hat. Und jetzt schon wieder der Sänger von Pulp, die übrigens auch bei uns hier waren und großartig waren. Der Sänger von Pulp hat auch Ärger mit Michael Jackson. Und ich habe gar nicht gewusst, dass Pulp eine Gruppe ist, bevor sie hier waren. Ich dachte, Pulp, das sei das Geräusch, wenn Michael abends die Nase abnimmt. Pulp. Meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Gast, den hat man in einer Sendung nicht jeden Tag. Ein absoluter Weltstar. Und ich sag nur, die bekanntesten Filme. Lawrence von Arabien, der Glöckner von Notre Dame und natürlich Alexis Sorbas. Herzlich willkommen, Anthony Quinn! Of course, for me, also für mich ist es natürlich schwieriger, my charms, you know, meine Reize zu zeigen. Ich kann mit den Leuten nicht in Wettbewerb treten, die bisher hier waren. Ich halte mein Jackett daher geschlossen. Aber man weiß ja aus Ihren Filmen, dass es früher ähnlich war. Ja? Also in der Hollywood-Zeit mit großen Stars wie Rita Hayworth oder Mae West, das waren ja nun Stars, die ähnliche Qualitäten zu bieten hatten. Well, they had the same qualities as the young lady has. Ja, die hatten dieselben Qualitäten wie die junge Dame jetzt eben. In some cases other qualities. Und in anderen Fällen auch andere Qualitäten. Aber ich muss sagen, ich habe es versucht, ich habe nie zwei identische Frauen gefunden. Jeder ist anders, genau wie die Blätter auf einem Baum. Und Sie haben Bäume sehr geliebt. Ich bewundere die Bäume. Und die Blätter nur frisch oder auch gesammelt und ins Album gelegt und getrocknet?
Two or three are dried. Ja, zwei oder drei sind getrocknet, aber die anderen sind noch frisch. Sie haben ja wirklich die ganz, ganz große Zeit in Hollywood mitbekommen. Sie haben mit Stars zum Beispiel wie Greta Garbo und Charlie Chaplin Tennis gespielt. Yes, ja? Allein, yes. Wenn man sich das vorstellt, war denn Chaplin auf dem Tennisplatz auch komisch oder mit Stöckchen oder war er auf dem Tennisplatz ganz anders? Charlie Chaplin. Oder ich muss anders anfangen. Damals gab es nur sehr wenige Tennisplätze. Und er besaß wahrscheinlich einen von drei Tennisplätzen in Beverly Hills. Und er hat dann eben nur ganz besondere Gäste eingeladen. Ich war ein guter Freund von Greta Garbo und sie hat dann gefragt, ob er mich einladen würde. Er hat gesagt, ja, aber wie spielt er denn Tennis? Und da hat sie gesagt, nicht so besonders gut. Dann hat sie gesagt, bitte lade ihn ein, denn er wollte gerne gewinnen. Man musste also sehr langsam mit ihm spielen. Und Tilden, das war damals ein ganz großer Tennisspieler, er war mein Partner. Und der arme Kerl hat also permanent verloren, damit er das Geld dafür bekam. Das war alles. Charlie Chaplin hat ihn bezahlt, ja, damit er verliert. Oh, yes, ja. Ja, ganz genau. But I understand that. I mean, aber I do that das verstehe ich, now. Das mache ich jetzt auch. Sie hatten jetzt einen großen Erfolg letzte Woche in Berlin, die Goldene Kamera. Und Sie waren achtmal für den Oscar nominiert, haben ihn aber zweimal gewonnen. Und jeder hier in Deutschland würde sagen, Anthony Quinn, Oscar, klarer Fall für Alexis Sorbas. Ja? Yes. Das war aber nicht der Fall, sondern den Oscar im selben Jahr gewann Rex Harrison für My Fair Lady. But I must say very nice, something very nice. Aber ich muss jetzt was ganz Nettes sagen über Rex Harrison. It was the award was to be given either to him der Preis or to me. Sollte yeah. entweder an ihn oder an mich gehen. His picture cost und sein Film hat damals 15 Millionen Dollar gekostet. My picture is over meiner Film hat 700.000 Dollar Alexis gekostet. Alexis so, when he won, und als er also gewonnen hat, he felt he didn't deserve it. Da hat er gemeint, er hat es nicht verdient. Und es hat eine riesige Party gegeben. And at the party, und bei der Party came all across the room, kam er also quer durch den Raum zu mir und hat gesagt, Mr. Quinn, hier ist der Oscar, Sie haben ihn verdient. Er ist weggegangen und hat noch meinen Tisch stehen lassen. Und ich muss mich schämen, wenn ich jetzt sage, ich habe ihn auch behalten. Sie haben dieses oder letztes Jahr hier in Deutschland einen Film gedreht. Yes. Ja, richtig, ja. Picture called Seven Servants for this very company. Film heißt Seven Servants. And it is the most interesting. Und es ist ein ganz, ganz interessanter Film. Wahrscheinlich der interessanteste Film, den ich jemals gemacht habe. Ich weiß nicht, ob er gut ist oder schlecht oder vielleicht der schlimmste Film, der jemals gemacht worden ist. Aber die Figur, die ich da spiele, ist der interessanteste Charakter, den ich jemals gespielt habe. Man hat mir die Rolle eines Oktopus angeboten und ich spiele also ein Oktopus in diesem Film. Und das heißt, can you hear with your earphone? Not too well. Yeah. Yeah. I think it's gone wrong. Ich glaube, es ist ein bisschen rausgerutscht. Ja. Denn das hätte auch gut zum Film gepasst, denn einer dieser Diener, der schiebt den Finger ins Ohr im Film. Oh no no, I have two in my ear. Ja. Nein, sogar zwei. Zwei in meinem
in meinen Ohren. Und jetzt, das hört sich schlimm an. Zwei in den Nasenlöchern. Und dann brauchten wir noch weitere Leute, um die anderen Löcher zu füllen. Ja, es ist großartig. Wir haben einen Ausschnitt hier. Und den würden wir gerne mal zeigen. Bitte schön. Das ist einer dieser Diener, der schon das eine Ohr dicht hat. Und der läuft auch dann den ganzen Film mit dem Arm im Ohr so rum, mit dem Finger im Ohr so rum. Yes. Richtig, ja. Ein Japaner hat noch den einen Finger in der Nase später. Und noch... Yes. Der hat auch eine Tomate auf dem Kopf, dieser Japaner. Ich habe den Ausschnitt gesehen, ja. Ja, ich finde das großartig. Wie kommt ein Hollywood-Star dazu, der wurde, glaube ich, in Franken gedreht, dieser Film, in Franken einen Film zu drehen, wo er eine Krake spielt mit 7 Dienern, die ihm die Ohren zuhalten? Well, it's kind of pleasant sometimes. Ja, manchmal ist es sogar ganz angenehm. Jetzt auch? Nein. No. But anyway, aber wie dem auch sei, der Film hat eine fantastische Botschaft. Der Film hat was zu sagen, was Wichtiges zu sagen über das Leben, über einen Mann, der ein völlig nutzloses Leben geführt hat. Er hat riesig viel Geld, er hat einen riesigen Palast, er wohnt in diesem riesigen Palast. And he's never enjoyed it. Und das hat ihm nie gefallen. Er hat den Palast nie verlassen. Er ist immer in dem Palast gewesen mit dem Buch und mit dem Diener, den Sie gerade gesehen haben. She's nice. Und auch mit dem Zimmermädchen, die ganz nett ist, die ganz nett war. Sonja Kirchberger. Yes, she's a lovely girl. Wonderful. And, sehr nettes Mädel. She was my only companion. Und sie war meine einzige Begleiterin. Und life is over. Dann fühlt man irgendwann, das Leben ist vorbei. I don't know what to do with myself. Und ich weiß nicht, was ich damit mir anstellen soll. Und ich sage dann eines Tages zu mir, welche Art von Leben möchte ich denn überhaupt? Alles, was ich hier habe, das ist nicht das, was ich will. Und ich lese also dauernd Bücher. Und plötzlich lese ich ein Buch über einen Oktopus, eine Krake, einen Tintenfisch. Und ich lese da was ganz Interessantes. Das Sexleben eines Oktopus. Das ist also wirklich äußerst interessant. Das ist das Interessanteste, das ich jemals gehört habe. Und ich habe gedacht, Mensch, das muss doch ein tolles Leben sein. Ich will das jetzt nicht in Einzelheiten erklären. Aber er hat also nicht Sex im klassischen Sinne, sondern er schickt einen Teil von sich. Sie wissen, welchen Teil ich meine. Um dann eben ein Mädel zu suchen, während er schläft. Und stellen Sie sich vor, wenn ich die ganze Zeit geschlafen hätte, dann hätte ich nicht all die Kinder, die ich jetzt habe. Wie viele Kinder haben Sie? Well, I love them all. It's not just the numbers. Also ich liebe sie alle, es ist völlig egal. Die Zahl spielt keine Rolle. Ich habe 13 Kinder. We're about to have the 14th. Ja. Das 14. kommt bald. Ihre Frau ist mit dabei und die jüngste Tochter, die begleiten Sie jetzt auf der Reise. Ja. Sind Sie ein strenger Vater? Nein. Oh my God, nein, um Gottes so Willen, much. Ich liebe die Kleine. Sie ist seit ihrer Geburt jeden Tag bei mir. Und ich habe sie noch nicht mal einen einzigen Tag alleine gelassen. Sie ist die ganze Zeit bei mir. Und ich muss sagen, mit zweieinhalb ist sie eines der intelligentesten Mädchen, das ich je gesehen habe.
Also im Gegensatz zu dem, wonach ich mich in meinem Leben immer gerichtet habe, also Frauen zu verlassen und so weiter, so ist es doch die beste Art, eine Frau kennenzulernen, jeden Tag bei ihr zu sein, jeden Tag des Lebens bei ihr zu sein. Und der Oktopus, der schläft zumindest, während sein wichtiger Teil da was anderes macht. Und der ist also mit seiner Familie sehr viel enger beisammen. Anthony Quinn, herzlichen Dank und alles Gute und viel Glück mit dem neuen Baby. Thank you very much. Yeah. Mein nächster Gast, meine Damen und Herren, eine junge Kollegin, die trotz junger Jahre schon sehr, sehr, sehr erfolgreich ist, seit vielen Jahren als Journalistin, als Moderatorin verschiedener Sendungen. Jetzt hat sie eine neue Sendung auf Vox und die Sendung heißt Freitagnacht. Herzlich willkommen, Sandra Maischberger. Hast du ein bisschen zugehört gerade? Toller Mann. Hast du es gewusst mit dem Tintenfisch? Nein. Das ist mir auch neu. Das ist irgendwie erstaunlich, ne? Ja. Schickt weg, schläft selber. Ja. Großartig. Fritti oder Romana? Das spielt ja gar keine 14 Rolle. 14 Kinder? 14 Kinder demnächst, ja. Nicht schlecht. Und er wird 81 Jahre alt, meine Damen und Herren. Das ist 82. Unglaublich. 82? 82. Ja. Du hast jetzt seit, glaube ich, drei Wochen. Eine neue Sendung bei Vox, Freitagnacht. Das ist was völlig anderes, als es bisher gab. Ist was völlig anderes als das hier. Ist Journalismus, der ein bisschen... Ja, das ist... Du merkst, Journalismus ist hier eine Pointe. Also wir haben keine Band, ja. Dafür einfach Geschichten. Wir haben auch keine prominenten Gäste, außer sie gehören zu einer Geschichte. Das machen am Freitagabend schon so viel. Stimmt, vereinzelt. Ein enger Freund von uns beiden, Roger Willemsen. Später. Der macht das immer ein bisschen später als wir. Um also der fängt um 11 an und wir sind um 11 fertig. Ja. So ungefähr. Wolltest du zu Vox, zu diesem Sender, oder gab es Möglichkeiten, dass du was anderes machst? Also ich wollte gerne mit Spiegel TV weiterarbeiten, weil das einfach eine gute Crew ist. Und ja. Ich kenne das Team und die sind einfach gut. Und was hat man dir noch alternativ angeboten? Hättest du noch was anderes machen können? Ja. Schon. Also mit größeren Sendern, was ich mir auch überlegt habe, weil es natürlich schön ist, wenn man ein größeres Publikum hat, aber wenn die Sendung nicht stimmt, macht es keinen Sinn, ne? Ja. Ist so. Du arbeitest mit meinem wunderbaren Freund und Kollegen Herbert Feuerstein zusammen. Ja. Ja, in der Sendung. Ist auch ein Witz. Wie kamst du der Zusammenarbeit mit Feuerstein? Ich habe immer Schmiteinander gerne gesehen und habe mir den Besseren ausgesucht. Dann Sehr gut. Er ist ein guter Typ. Ich finde, er ist ganz klasse. Und zum Beispiel jetzt am Freitag, Sendung ist um 22 Uhr, nicht wahr, macht er einen Selbstversuch mit Blutegeln. Und ich glaube, das ist der einzige Platz, wo er sowas machen kann. Das heißt, er macht seinen gesamten Körper voll mit Blutegeln? Hier, an die Krampfadern sind In den Krampfadern. Er hat Krampfadern? Nee, eigentlich nicht, aber er macht es trotzdem. Ja, und er macht immer diese Tierversuche. Und wie ist die Zusammenarbeit? Ist er präzise? Oder macht er dir Vorschläge? Oder sagt er, lass uns das ändern? Oder machen wir es anders? Oder vielleicht noch das hier? Nö, er macht sein Ding, ich mache mein Ding und zwischendurch treffen wir uns und trinken Tee. So was beispielsweise miteinander auch? Ja. Ja. Habt ihr das Bild geteilt? Nein, ihr seid schon zusammen in einer Kamera. Ja, er schickt immer was, eigentlich mit der Post so. Ach, er ist gar nicht im Studio? Er war einmal im Studio und dann macht er seine Sachen draußen und wir machen dann unsere Sachen und... Ja. Wie war eure Zusammenarbeit? Genau so. Ja? Er hat geschickt und ich kam und sagte, das machen wir anders und dann haben wir gesendet. Ja. Ja. Er sagt ja ganz anderes. Das war ich. Ja. Du hast dich ja ausgiebig erholt, davor du warst auf einer Weltreise. Yes. Ja. Wirklich einmal rundum. Das war meine Abiturreise. Das heißt, das ist die Reise, wo ich immer nach dem Abitur gesagt habe, ich möchte es machen. Und dann habe ich angefangen zu arbeiten, habe es immer vor mir hergeschoben und nach 10 Jahren Arbeit habe ich gedacht, so, jetzt muss es sein. Das war sie. 6 Monate einmal unten rum, so, also.
Die südliche? Die südliche Hälfte. Hemisphäre wie wir. Cook Islands, Fiji, Neuseeland, Wahnsinn. Australien, Thailand, Israel. Und was macht man auf so einer Weltreise? Liegt man am Strand oder geht man in Museen oder macht man was ganz Verrücktes, was man sonst nie macht? Alles Mögliche. Also ich habe zum Beispiel zuerst gar nicht Zeitung gelesen und dann habe ich auf Fiji einen Typen in der Hängematte gesehen, der hat den Spiegel gelesen. Da war ich 2,5 Monate Gott. Unterwegs. So degeneriert. Und dann habe ich ihm den abgekauft. Ja. Das war sehr teuer, wirklich. Aber für den Spiegel ist einem doch nicht zu teuer. Nehmen wir auf Fidschis, oder? Auf Fiji, 2 Monate alt, das Ding. Und sonst irgendwie Sport oder sowas gemacht? Ja, wir waren tauchen ein bisschen, wir sind durch die Wüste gefahren, wir waren ausgiebig im Kino, haben viel gelesen. Also alles das, was man eigentlich sonst eben nicht macht. Wenn man Bist du nicht auch Bungee gesprungen? Ja, es war so, ein Freund von mir sollte springen, der hat uns da unten besucht und dessen Sprung stand an und der stand da auf dieser Rampe und dann ist er umgedreht und ist nicht gesprungen. Dann habe ich gedacht, na gut, das Ding ist bezahlt. Ich probiere es. Das Ding ist bezahlt, ich probiere es. Der Sprung war bezahlt. Da bricht aber schon die höhere Tochter durch, ja? Ja, es ist bezahlt, ich springe. Ja, so war es. Das ist wahr. Das Ding ist bezahlt, ich probiere es, ja. Das ist wirklich, so starten viele Ehen. Es ist. Ja, da ist es die Waschmaschine, ne? Ja. Die Waschmaschine. Und da bist du gesprungen? Ich bin dann gesprungen. Also ich habe gedacht, ich lasse mir die Beine also verbinden und ich gebe es zu dieser Rampe und wenn ich es mache, dann mache ich es. Ich wusste es nicht. Wir haben ein Video hier, es sieht unglaublich aus. Sandra Maischberger springt Bungee. 5, 4, 3, 2, 1, ja! Bah, Wahnsinn. Und nicht mit dem Kopf nach vorne, ja, sondern einfach so. Das ist die elegante Art. Also ich habe es nicht geschafft. Und was ist das für ein Gefühl? Es war so, die zählen einen runter, also die sagen 5, 4, 3, 2, 1, let's go. Und in dem Moment schaltet man das Gehirn aus. Und bei mir war es so, ich habe es ein paar Millisekunden später begriffen, was ich gemacht habe. Und deshalb sieht das auch so komisch aus, weil ich dann zurück wollte. Ja, aber trotzdem, ich bin unermutig, ich würde es nie trauen. Ja, es ist, ist auch interessant. Wann ist deine nächste Sendung? Freitag, jetzt am Freitag, 22 Uhr, auf Vox. Auf Vox, Sandra, du kennst das. Mit einem Weltstar wie Anthony Quinn, wir sind heute ein bisschen knapp geworden mit der Zeit. Ja? Komm mal wieder, ja, dann nehmen wir uns ein bisschen mehr Zeit. Danke dir, dass du heute hier warst. Vielen Dank, tschüss, bis morgen.